Hallo und willkommen zur Patch-Vorschau auf den World of Tanks Patch 8.9. Heute zeige ich euch den Tier 8er der neuen deutschen Jagdpanzer. Und zwar ist es der Rheinmetall-Borsig-Waffenträger. Und ich bin sehr gespannt, was die Engländer in ihren Videos daraus machen. Wie man sieht, er ist absolut ungewöhnlich, fast einzigartig in World of Tanks. Das ist der Hetzer-Unterboden mit verlängertem Rumpf. Und der Rest sieht extrem modern aus. Gucken wir uns einfach mal seine Werte an. Er kommt mit 1150 Hitpoints daher. Das ist auf Tier 8 eine verdammte Menge. Er wiegt nicht mal 20 Tonnen, 23 kann er wiegen. Sein Motor ist mit 207 Pferdchenstärken dabei. Speedlimit liegt bei 35. Seine Drehgeschwindigkeit mit 42. Und seine Armor ist quasi nicht existent. Ja, mit 20, 10 und 8. Das ist genauso wie der Turm des Waffenträgers E100. Er spielt sich also auch wirklich wie ein verdammter Medium. Er hat keinerlei Panzerung, er bringt eine Riesenkanone mit, er bringt einen Turm mit, der sich um 360 Grad drehen lässt. Sie ist allerdings relativ langsam. View Range und Signal Range sind bei 400 verdammt gut. Und wir gucken uns einfach mal seine Bewaffnung an. Das ist nämlich wirklich eine fahrende Kanone, nichts anderes. Wie man kurz hier sieht, wie immer bei allen offenen Panzern, es ist keine Lüftung möglich. Man kann nur den Tank Gun Rammer einbauen, Enhanced Gun Laying Drive und eventuell Teleskop oder Coated Optics. Medium Spallliner, also für die Anti-Arti-Beschichtung, würde ich nicht empfehlen. Das macht ihn langsamer und es ist einfach sinnlos. Camouflage-Schnitt wäre bei dem vielleicht noch eine Alternative. Er ist nämlich verdammt klein. Und World of Tanks ist ja what you see is what you get. Je kleiner der Tank, umso besser sind die Tarnwerte. Gut, gucken wir uns die Kanonen an. Er hat zwei. Das machen wir hier am besten im Research Tree. Er fängt an mit einer 12,8 cm Kanone. Mit 246 Pen, 490 Damage. Zur Erinnerung, die Tier 10 Kanone auf dem Panther 2, also Jagdpanther 2 und dem Ferdinand, für die man 63.000 XP braucht, haben die exakt selben Werte. Nur, dass hier die Zielgenauigkeit ein Tick besser ist und die Aiming Time ist auch um 0,5 verbessert mit 2,1, sind verdammt gute Werte. Die zweite Waffe, für die ihr 63.500 XP braucht, ist eine ähnliche Waffe wie der E100 trägt, 15 cm Pack, L29,5. Das ist die Stockwaffe, das Tier 9er, der danach kommt. Hier ist es, oder fast die Stockwaffe. Hier sind es allerdings nur 215 Pen. Das ist für Tier 8 aber völlig ausreichend. Ich weiß, die ISO 152 hat etwas mehr. Allerdings ist der Schaden der gleiche. Zielgenauigkeit von 0,4 ist so lala. Die Aiming Time von 2,5 Sekunden ist ziemlich gut auf diesem Tier. Er ist kein Sniper, nicht im richtigen Sinn. Dafür sind die Kanonen einfach zu unpräzise. Er ist etwas für die mittlere Entfernung. Das Schöne ist, er kann sich auch wirklich dort heranwagen. Er hält nicht viel aus. Dummerweise ist es hier auf dem Testserver so, dass man fast nur in 10er Gefechten landet. Das heißt, man muss verdammt vorsichtig sein, aber es ist einiges möglich und das werde ich euch auch gleich zeigen. Noch eine Anmerkung nebenbei, dies ist der einzige Panzer aus der kompletten Reihe, der keinen Funker besitzt. Das heißt, der Funker muss nach dem sturen Emil auf der Ersatzbank sitzen, bis er dann im Waffenträger Panzer 4 wieder einsetzbar ist. Dieser bringt übrigens auch noch einen weiteren Loader mit, aber das sollte kein Problem sein. Gut, ansonsten gibt es nicht mehr viel zu sagen. Er ist halt wirklich ein wunderbarer Panzer. Wer die ISO mag, wird diesen Panzer lieben. Und durch den Turm und die Geschwindigkeit ist er phänomenal. Ein einziger Spaßpanzer. Und das sehen wir jetzt im Replay. Viel Spaß! Da sind wir auch schon. Im Rheinmetall-Borsig-Waffenträger. Tier 8. Wir sind auch in einem Tier 8 Max-Gefecht. Das ist das Beste, was uns passieren konnte. Ist mir nicht häufig passiert. Wir spielen auf Ensk in Counter Battle.
das hier war mein erstes Match und das allererste, was man natürlich gucken muss, ist, hat das Ding auch wirklich einen drehbaren Turm. Das demonstriere ich hier mal. Gleichzeitig ist das auch der Max-Richtwinkel nach unten. Das bedeutet, der Winkel, die Kanone zu senken, ist nicht wirklich groß. Man muss also viel von sich preisgeben, wenn man hinter Abhängen oder sowas steht. Allerdings Hull-Down ist das Ding echt übel. Es ist verdammt klein, schwer zu treffen, sehr HE-anfällig. Aber das werden wir noch sehen. Ich springe jetzt mal wieder in meine Perspektive. Wie gesagt, das erste Battle, was ich überhaupt mit dem Rheinmetall-Borsig-Waffenträger gefahren bin. Ich wusste überhaupt noch nicht, was der drauf hat. Wir sind bewaffnet mit einer 15 cm Kanone. Wie man sieht, Penetration von 215, das ist ein bisschen weniger als der E100 hat. Aber er ist ganz gut dabei. Auf Heat-Granaten habe ich komplett verzichtet, weil Penetration von 334 ist hervorragend, kosten aber auch ordentlich Kohle. Und ich wollte gucken, wie er sich mit AP schlägt. HE habe ich ebenfalls bei. Machen 950 Schaden, wenn sie durchschlagen, aber Penetration 85 ist eher marginaler Durchschnitt. Ich habe HE getestet auf Waffenträger E100. Macht sogar richtig Spaß, aber ansonsten auf Schottpanzerung oder so, wie immer, keinerlei Effekt oder wenig Effekt. Deshalb sind 12 HE-Granaten auch schon viel zu viel. Ich würde maximal 8 nehmen. Wir fahren jetzt hier rum und gucken, ob wir irgendwas abstauben können. Ich wusste ja, dass er sehr anfällig gegenüber Schüssen ist, weshalb ich versucht habe, am Anfang ein bisschen defensiv zu spielen. Es hat nicht so ganz funktioniert, wie ich mir das vorgestellt habe. Unser Team war halt auch nicht das Beste. Ich konnte bisher auch unser Team noch nicht wirklich supporten, weil ich einfach nicht zum Schuss komme, ohne mich komplett preiszugeben. Ich hätte vielleicht in die Stadt fahren sollen. Aber gut, nun stehen wir hier. Jetzt mal gucken, ob wir den T-34-3 da abstauben können. Der steht ein bisschen sehr weit von seinen Freunden weg. Na? Ja, jetzt ist da was im Weg. Gut. Seine Kanone schaut auf uns, aber wir können leider nicht schießen. Deswegen fahren wir rum, flankieren ihn und räumen ihn aus dem Weg. Jetzt sitzen wir im Reload. Dieser beträgt bei dem Panzer hier mit Tankgunrammer circa 17 Sekunden. Man kann es noch ein wenig weiter drücken durch die Besatzung, aber viel wird da nicht mehr zu machen sein. 17 Sekunden ist schon eine Hausnummer, gerade auf die 8. Aber die ISO hat ja das gleiche Problem und es ist ja nichts anderes als die deutsche ISO hier, nur ohne Panzerung, dafür manövrierfähiger, kleiner und ein bisschen weniger Pen. Wir sind jetzt schon mit 2 Kills dabei. Wie man sieht, unser Team lässt sich komplett aufbrauchen. Wir versuchen jetzt uns an dem T-44-85. Und da kriegen wir vom Nashorn rechts direkt eine flankiert. Nimmt uns die Kanone raus. Das ist mir ziemlich häufig passiert. Die Kanone ist ein verdammt großes Ziel. Jeder wird auf diese Kanone schießen, weil er einfach nichts anderes sieht von diesem Panzer. Deshalb wird ihr das Öfteren kaputt gehen. Also fahrt nie ohne Repkit nach draußen. Jetzt haben wir uns den T-44-85 in 2 Schüssen geholt. Jetzt nachladen und das Nashorn wegnehmen. Jetzt hätte ich HE laden müssen, aber gut, das ist AP drin. Passiert. Mach's gut. Nashorn hat ja nur 600 HP. Aber sollte es ein Waffenträger E100 sein, ladet HE mit dem Ding. Das ist unglaublich lustig. So, nun werden wir mal gucken, ob wir dem Jagdtiger da hinten helfen können. Ja, ein schöner Schuss auf den T-34. Leider hat der Jagdtiger sich so doof hingestellt, dass wir ihn nicht mehr retten können. Wir müssen es versuchen, aber das wird wahrscheinlich ein aussichtsloses Unterfangen. Aber gut, ist nur ein Testserver. Es ist völlig wurscht, was dabei rauskommt. Hauptsache, wir sehen mal die Kanone. Und wie er sich so verhält im Straßengetümmel. Jetzt versuchen wir mal einen Schuss auf den KV-4. Unsere Bodenplatte war kein hoher Roll. 692, ziemlich niedrig. 750 sollten es mindestens sein. Erst dann macht die Karre Spaß. Also ich hatte einige Matches, auch mit Blackfade im Platoon. Und gerade im Platoon ist er unglaublich lustig. Man kann ihn halt auch sehr offensiv spielen, wie ich es hier mache. Allerdings sollte man aufpassen, dass man nicht flankiert wird. Wir sehen uns gleich im zweiten Replay wieder. Da sind wir auch schon. In unserem Rheinmetall-Borsig-Waffenträger. Max T8 gepinkt auf Pearl River, Standard Battle. Das ist genau das, was wir wollen.
gab leider wenig Tier 8 Max Gefechte. Das war, glaube ich, mein zweites. Im Tier 10er schlägt er sich immer noch gut, muss aber aufpassen, dass er nicht zum Ziel von Artillerie oder größeren Geschützen wie Waffenträger EN-100 wird. Dann wird es ein verdammt kurzes Vergnügen. Hier fahren wir gleich am Anfang. Nicht an die Brücke, wir werden uns nicht an dem Hinterhalt beteiligen. Ich wollte halt einfach euch was von dem Panzer zeigen und da hinten rumzustehen und auf den Gegner zu warten, war jetzt nicht das, was ich mir vorgestellt habe. Dummerweise ist unser Team verdammt langsam unterwegs, weshalb wir jetzt hier rumstehen und warten. Das hatte ich mir auch anders vorgestellt. Aber gut, wir haben wenigstens Gesellschaft von einem T-4485. Der wird für uns den Scout spielen. Wir werden jetzt hier rumstehen. Und ich für meinen Teil habe mir ja schon ein Urteil gebildet. Ich werde mir den auf jeden Fall auf dem Live-Server zulegen. Genau wie seine beiden Nachfolger. Weil gerade im Platoon sind das unglaubliche Spaßpanzer. Man kann sie absolut offensiv spielen. Gerade auf Max-Tier. Im Platoon ist es sogar noch viel lustiger. Man muss aber wirklich aufpassen, dass man nicht Ziel von größeren HE geschossen wird oder überhaupt von größeren geschossen. Viel HP bringt man nicht mit. Es geht sehr oft die Kanone kaputt, deswegen immer ein Rep-Kit dabei haben. Abgefackelt oder sowas bin ich jetzt eher nicht. Aber was nicht ist, kann ja nur wehren. Ich bin hier bewaffnet mit Schokolade. Mit Schokolade runter auf 17,01 Reload-Sekunden. Das ist nicht mal schlecht, gerade für die Kanone auf Tier 8. Und ein Teleskop. Ich wollte mich ja nicht überraschen lassen. Seine Sichtweite ist auf diesem Tier guter Durchschnitt. Weshalb er auch als Scout eingesetzt werden kann. Hatte ich auch ein paar Matches, werde ich aber erstmal nicht zeigen, weil da nicht viel passiert ist, außer dass ich halt gescoutet habe. Und mal gucken, ob wir jetzt einen Schuss auf den WZ abgeben können. Er ist leider verschwunden. Tarnvorrichtung angeschaltet, aber wir versuchen es trotzdem nochmal. Da hat ein bisschen der Server geleckt. Deswegen musste ich danach justieren. Wir müssten ihn getroffen haben. Gucken, wenn er wieder aufgeht. Ja, 76 HP hat er noch. Hat eine ordentliche Kelle zu spüren bekommen. Mal gucken, ob wir ihn jetzt finishen können. Nein, leider nicht. Er hat sich selbst in den Boden gerammt. Mit 76 HP sollte man aufpassen, wohin man fährt. Aber gut, es ist ein Testserver. Passiert. So, jetzt werden wir mal zurückfahren. Unser Richtwinkel nach oben ist verdammt gut. Ist auch die einzige Chance, den T69 dort oben zu erwischen. Aber er steht ziemlich gut. Wir haben da wenig Chancen. Ich versuch's jetzt gleich mal. Leider daneben. Sie ist nicht die genaueste Kanone, deswegen müsste man schon so auf mittlere Entfernung ran. 300 Meter und weniger. Ab dann ist sie wirklich zerstörerisch und tödlich. Das trifft doch für das ganze Fahrzeug zu. Er ist wirklich verdammt gefährlich, wenn er nicht gesehen wird. Wenn er gesehen wird, ist er im Fokus. Das ist völlig normal. Mir sind auch öfters die Motoren um die Ohren geflogen. Aber das sehen wir wahrscheinlich noch. Weil jeder wird einen frontal durchschlagen können und da ist nun mal leider der Motor. Aber wie gesagt, ich habe noch nicht gebrannt. Habe auch hier keinen Feuerlöscher drin. Hatte auch nicht die Not, einen einzubauen. Ja, mal gucken, ob wir jetzt auf den T69 da noch was machen können. Sieht aber eher mau aus. Vor uns ist der T-4485. Mal gucken, ob wir den noch retten können. Jetzt bin ich natürlich da gegen dieses Haus gefahren. Das war jetzt nicht so schön. Ich glaube, das war sein Todesurteil. Aber ein Tiger P kriegen wir noch raus. Ist nur Tier 7. Wir haben ja 215 Pen. Jetzt mal schön in die Seite. Rotz. Ach, 8 HP. Das ist ja schade. Der T-4485 müsste den jetzt eigentlich rausnehmen, aber tut er nicht. Schade eigentlich. Wir haben es versucht. 8 HP waren noch übrig. Selbst eine HE-Granate hätte ihn rausgenommen. Unser Reload ist vorbei. Ist eigentlich schon traurig, für 8 HP noch so eine Riesengranate auszugeben. Aber gut. Ja, unser Team hat da den Hinterhalt hervorragend durchgehalten. Wir gehen jetzt cappen. Oder, nein, der E25 hat etwas dagegen und hat uns direkt mit dem ersten Schuss den Motor gekillt. Mal gucken, ob man sieht. Ja, er hat uns hier vorne direkt durchs Rad geschossen. Und das war's mit unserem Motor. Aber das kriegt der Kleine zurück. Wir hatten ja Gott sei Dank ein Rep-Kit dabei. Motor wieder ganz. Ist natürlich ärgerlich, wenn die Kanone und der Motor kaputt gehen, dann hat man ein ernsthaftes Problem. Und jetzt will er mich versuchen zu umrunden. Das wird aber nichts, Kleiner. Ich habe den Höhenvorteil. Na, komm raus.
Ah, der tat weh. Wie man sieht, er ist auch gleich langsamer geworden. Wir müssen irgendwas von ihm kaputt gemacht haben. Jetzt hoffe ich, dass unser Team den rausnehmen kann, während wir uns hier hinter den Felsen verstecken. Ich habe keine Lust, von zwei Seiten beschossen zu werden. Da hinten haben wir einen S-51. Mal gucken, ob wir die reinkriegen. Und einen doofen Aal. Da ist der Aal, der verkriecht sich. Okay, holen wir uns die Arti. Nein, wird leider nichts. Die Arti steht ganz, ganz blöd. Leider nicht getroffen. Hätte ich vielleicht einen Tick mehr einzielen sollen. Aber gut. Wir kriegen unsere Chance noch. Ist ja nur noch ein doofer Aal. Wir müssen kurz auf Reload warten. Ich habe jetzt mal geguckt, ob ich von hier die S-51 kriegen kann. Aber leider nicht. Viel war nicht zu sehen. Dann holen wir uns den Aal. Und der Aal, ja, geht drauf. Nimmt uns aber auch wieder den Motor mit. Wie man sieht, ein Schuss in den vorderen Block des Panzers und der Motor ist hinüber. Das ist mir allerdings nicht ganz so häufig passiert, wie es hier vielleicht aussieht. Das ist in jedem dritten Match vielleicht einmal passiert, wenn überhaupt. Die Kanone ging mir relativ häufig dabei kaputt, weil ich halt versucht habe, meinen Wohnmann zu verstecken und mir die Jungs dann einfach in die Kanone geballert haben. Die ging relativ häufig kaputt. Also wie gesagt, hier ist ein Repkit unverzichtbar. Hier würde ich es vielleicht sogar auf Reparatur skillen, weil man das Repkit für die Ketten einfach nicht opfern kann, darf oder muss. So, mal gucken, ob wir uns jetzt hier an der S51 noch gütig tun können. Ja, da kommt sie. Schöner Schuss, 350 Schaden. Das war's auch schon. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Das war mein Review zum Rheinmetall-Borsig-Waffenträger. Es ist ein absolut lustiges Fahrzeug. Gerade im Platoon ist er unglaublich tödlich. Und wir sehen uns auf dem Live-Server. Viel Spaß, bis bald, euer Mo. Tschüss.